Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal die Lüftersteuerung in Cura für unsere Bauteilkühlung an. Dazu gehen wir oben in das Suchfeld und geben einfach mal Lüfter ein. Und schon werden hier alle Parameter aufgelistet, die mit der Bauteilkühlung zu tun haben. Gehen wir das jetzt mal kurz durch. Als erstes sehen wir hier Kühlung fürs Drucken aktivieren. Also schon mal generell den Haken, ob ich jetzt meine Bauteilkühlung ein- oder ausschalte. Für PLA will ich hier also grundsätzlich die Bauteilkühlung einschalten. Der erste Parameter ist jetzt im Prinzip diese Grundeinstellung. Also meine Lüfterdrehzahl darf hier maximal 100% erreichen in der gesamten Steuerung. Das kann ich sehr gut sehen jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier das beeinflusse hier, ich gehe jetzt hier auf 90, dann sehen wir schon, alle Parameter gehen jetzt runter auf 90. Das heißt also, das hier ist meine Hauptdrehzahleinstellung. Aber dann gehen wir jetzt wieder auf 100%, denn ich möchte ja maximale Lüftergeschwindigkeit haben in Extremfällen. Dann kann ich hier eine sogenannte Normaldrehzahl des Lüfters einstellen. Das bedeutet jetzt also, wenn ich jetzt ein relativ großes Objekt habe, wo halt nicht so viel Kühlung erforderlich, kann ich jetzt einfach sagen, okay, lauf jetzt einfach jetzt mal mit 70%. Das bedeutet jetzt, wenn ich ganz normal drucke, läuft mein Lüfter hier mit 70%. Und dann habe ich hier noch eine Maximaldrehzahl, die ich auch noch einstellen kann. Ich stelle jetzt hier mal einen anderen Wert ein, um das mal zu verdeutlichen. Da gehe ich jetzt hier mal auf 90. Und wir sehen schon, dieses Feld jetzt hier, ausgegraut, weil ich das jetzt hier eingestellt habe. Das heißt also, ich habe jetzt hier die maximale Drehzahl des Lüfters begrenzt und dadurch wird jetzt hier dieses Feld deaktiviert. Das heißt, er benutzt das jetzt gar nicht mehr, weil ich habe ja jetzt hier die Maximaldrehzahl des Lüfters eingestellt. Diese Maximaldrehzahl beläuft sich jetzt einfach nur auf das, wie hoch darf er jetzt von meiner normalen Drehzahl des Lüfters abweichen. Das ist interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objekt habe, was extreme Kühlung bedarf. Dazu gehe ich jetzt einfach mal hier in mein Druckbett und lade mein Objekt rein, um das zu verdeutlichen. Ich habe jetzt hier mal diese Low-Poly-Katze wieder reingeladen und wir lassen das Ding jetzt einfach mal slicen, gehen in die Vorschau und schauen uns das jetzt mal an. Wenn ich jetzt natürlich hier anfange zu drucken, dann brauche ich wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel Kühlung, weil jetzt noch relativ lange Wege sind, die er für die Schicht braucht. Wenn ich allerdings jetzt hier oben hinkomme, hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Bereich, den er sehr schnell drucken kann. Das heißt, hier habe ich also pro Schicht nur eine geringe Zeit, die das Material hat, abzukühlen. Und dadurch kann ich natürlich jetzt hier unschöne Flächen erzeugen. Und da kommt jetzt im Prinzip jetzt dieser Parameter hier, Grenzwert für normale Drehzahl des Lüfters. Das bedeutet, die normale Drehzahl haben wir jetzt hier eingestellt auf 70% Lüftergeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt hier eine Fläche habe, oder besser gesagt jetzt hier ein Layer, eine Schicht, die, wie wir jetzt hier einstellen, 10 Sekunden unterschreitet, dann dreht er den Lüfter automatisch hoch jetzt hier auf 90%, um halt noch mehr Kühlung zu haben. Weil das Material ja jetzt hier im Prinzip kaum Zeit hat, sich richtig abzukühlen, weil diese Fläche sehr schnell gedruckt wird, kann ich das hiermit beeinflussen. Das kann ich natürlich jetzt einstellen, wie ich will. Wenn ich jetzt natürlich Material habe, bei PLA ist das zum Beispiel so, dass sehr lange weich bleibt. Dann kann ich zum Beispiel diesen Parameter ändern und sagen 20 Sekunden. Lass ich das nochmal slicen. Jetzt gucken wir es nochmal an. Das bedeutet jetzt, sobald er eine Fläche hat, und dafür weniger als 20 Sekunden braucht, das kann vielleicht sogar schon hier sein, dann fängt er schon an, die Drehzahl hochzuschrauben auf 90%. Das ist also der Parameter, mit dem ich diesen Wert hier sozusagen hervorrufe, aktiviere. Das sind jetzt also diese drei Parameter, die zusammenspielen. Den nehmen wir natürlich auch normalerweise auch immer auf 100%, denn ich möchte ja wirklich, wenn eine kritische Stelle kommt, lassen wir es auch nochmal slicen. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier eine kritische Stelle habe, dann möchte ich natürlich auch mit Maximum an Power von meinem Bauteillüfter da drauf blasen, damit ich halt Kühlung habe. Das wären jetzt also jetzt mal diese Parameter grob erklärt. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal die anfängliche Lüfterdrehzahl
Normaldrehzahl des Lüfters bei Höhe und Normaldrehzahl des Lüfters bei Schicht an. Das sind also diese drei Parameter. Dieser Parameter sagt im Prinzip schon das aus, was er meint, anfängliche Lüfterdrehzahl. Die habe ich jetzt zum Beispiel bei mir jetzt hier bei PLA auf 0% gestellt. Das bedeutet also, wenn er anfängt zu drucken, also hier unsere erste Schicht, dann möchte ich 0% Lüfterdrehzahl haben. Das heißt also, mein Bauteillüfter soll stillstehen. Denn ich möchte ja meine maximale Haftung hier haben. Wenn ich jetzt schon den Lüfter drehen lassen würde, auch wenn er wenig drehen würde, dann würde er ja mein Material kühlen, während er es auf das Druckbett aufträgt. Das ist natürlich suboptimal. Denn ich möchte ja maximale Druckbetthaftung haben zwischen Material und Druckbett und deswegen Kühlung auf 0%. Dann gibt es den nächsten Parameter hier, Normaldrehzahl des Lüfters bei Höhe. Das heißt also, diese Normaldrehzahl, die wir haben, sage ich jetzt, der Möch soll die erreichen bei 1 mm. Das heißt hier also jetzt bei dem fünften Layer, da wir drucken jetzt mit 0,2, hier hätte ich meine 70% Lüfterdrehzahl erreicht. Und die würde er jetzt beibehalten. Die würde jetzt also die ganze Zeit mit 70% Lüfterdrehzahl laufen, nach diesen 1 mm Druckhöhe. Normaldrehzahl des Lüfters 70%. Und der würde die jetzt so lange machen, bis irgendwann die Zeit für eine Leerschicht 20 Sekunden unterschreiten würde. Dann würde er sagen, okay, jetzt brauche ich weniger als 20 Sekunden für eine Schicht. Jetzt reicht diese normalen 70% Lüfterdrehzahl nicht mehr aus. Jetzt schraube ich hoch auf 100%. Das heißt also, ich drucke jetzt hier mit voller Lüfterdrehzahl, damit ich halt sicher bin, dass mein Bauteil noch gekühlt wird. Das sind jetzt also diese Parameter erklärt. Jetzt gehen wir nochmal auf den letzten ein. Das ist im Prinzip jetzt nichts anderes als die Art und Weise, wie ich jetzt meine maximale Drehzahl einstelle. Also ab wann er anfängt richtig zu kühlen. Ich kann sagen, er soll diese Normaldrehzahl des Lüfters 1 mm erreichen oder Layer 6 oder Layer 5. Wir sehen, wenn ich diesen Parameter hier ändere, Layer 3, dann ist dieses Feld wieder invertiert, denn er richtet sich jetzt nach diesem Wert. Er zählt also jetzt die Schichten. Er würde jetzt hier also bei Schicht Nummer 3 70% Lüfter erreichen oder hier bei Schicht 8. Das heißt, wenn ich jetzt also keine Höhe in Millimetern eingeben will, dann gebe ich halt die Schichtanzahl ein, ab wann er halt jetzt diese Normaldrehzahl erreichen soll. Machen wir das mal wieder rückgängig. Machen wir auch das wieder rückgängig. Jetzt gehen wir wieder auf alles auf Standard. Also wie gesagt, das sind diese Hauptparameter, wie ich meine Bauteilkühlung einstelle. Das sind jetzt also die Standardeinstellungen, mit denen ich zu 99% meinen PLA drucke. Das kann natürlich jeder einstellen, wie er möchte. Meine Druckerprofile für Cura findet ihr auch bei mir in der Dropbox, um das mal zu testen, für den i3 Mega. Was ich jetzt euch eigentlich nur zeigen wollte, ist jetzt diese Parameter, wie diese jetzt zu verstehen sind und wie diese einzustellen sind. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal aufgrund eines Beispiels. Normalerweise reichen diese Einstellungen jetzt bei mir zum Beispiel in 99% aller Fälle aus. Aber angenommen, ich habe jetzt hier ein Objekt, was sich aus großen und kleinen Schichten zusammensetzt. Dann könnte man das jetzt folgendermaßen einstellen. Lüfterdrehzahl Maximum 100%, klar, Normaldrehzahl des Lüfters, gehe ich mal hier auf 50%. Denn während er dieses große Teil hier druckt, da brauche ich kaum Bauteilkühlung. Denn er braucht wirklich für eine Schicht wahrscheinlich so lange, dass das Material von sich aus genug Zeit hat, um halt abzukühlen. Hier brauche ich keine große Bauteilkühlung. Ich könnte die wahrscheinlich bei dieser Größe sogar ganz ausschalten jetzt bei PLA. Die maximale Lüfterdrehzahl lassen wir jetzt auf 100%. Grenzwert für normale Normaldrehzahl des Lüfters, da gehe ich jetzt mal nicht auf 20 Sekunden, sondern ich sage ganz einfach mal 30 Sekunden. Also hier braucht er pro Schicht wesentlich länger als 30 Sekunden. Und wenn er jetzt zu diesem Bauteil kommt, lassen wir das Ganze jetzt mal slicen, dann wird sich das mit diesen Einstellungen jetzt momentan so bemerkbar machen. Das heißt, ich fange also an
bei meiner ersten Schicht mit 0% Lüfterdrehzahl, anfängliche Lüfterdrehzahl 0%. Und dann wird er jetzt langsam immer höher drehen und bei dem fünften Leer, also nach 1 mm, wir haben ja hier 0,2er Leerhöhe, dann würde er auf 50% laufen, denn dann hat er die Normaldrehzahl des Lüfters erreicht, 1 mm. Dann wird er ab hier jetzt mit 50% Lüfterdrehzahl laufen. Das macht er jetzt so lange, bis er irgendwann hier an dieses kleine Teil kommt. So, jetzt würde er feststellen, oh, das dauert jetzt aber weniger als 30 Sekunden. Jetzt reicht meine 50% Lüfterdrehzahl nicht mehr aus. Jetzt schraube ich hoch auf 100%. Und dieses ganze Teil, während er dieses hier druckt, macht er mit 100% Lüftergeschwindigkeit. So kann ich zum Beispiel jetzt individuell für mein Bauteil meine Kühlung so optimieren, wie es für mich am besten passt. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Einstellung unter experimentell, die können wir uns auch mal kurz anschauen. Brückeneinstellungen aktivieren. Um das zu machen, lade ich jetzt einfach mal ein anderes Objekt rein. So, die lösche ich jetzt erstmal. Dann gehe ich hier in meine Erweiterungen, Part for Calibration. Das ist ja das Tool, welches ich schon mal vorgestellt habe. Und wir laden uns jetzt dieses Bridge Test Tool rein. Das ist jetzt also ein Bauteil, womit ich jetzt meine Brücken testen kann, wenn ich diese drucke. Das mache ich einfach mal Brückeneinstellungen aktivieren. Und jetzt zeigt er hier schon an, Lüfterdrehzahl bei Brücke, 100%. Das ist ja eigentlich Standard, das heißt also, wir lassen das mal slicen. Vorschau. Wenn ich jetzt also anfange, meine Brücke zu drucken, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ich nehme einfach mal das letzte hier, damit man das besser sehen kann. So. Wenn er dieses Teil jetzt hier anfängt zu drucken, dann möchte ich natürlich, dass der Lüfter jetzt zu 100% volle Pulle läuft, damit das Material im Prinzip, während er das hier rüberzieht, schon anfängt zu kühlen, damit das nicht großartig durchhängt. Dann hätte ich hier zu wenig Bauteilkühlung, dann hätte ich hier so eine durchhängende Brücke. Also hier möchte ich doch schon maximale Kühlung haben, damit das wirklich schön schafft, das Teil so gerade wie möglich rüberzuziehen. So, und dann kann ich hier noch was einstellen, und zwar Lüfterdrehzahl Brücke zweite Außenhaut. Das bedeutet, wenn ich jetzt natürlich jetzt ein Leer weitergehe auf 97, dann ist das schon der zweite, dann habe ich nämlich jetzt ein kleines Problem. Das kann man jetzt in der Vorschau wahrscheinlich nicht sehen, sondern mehr in der Praxis. Das heißt, den ersten Leer, den wird ja immer ein klein wenig durchhängend drucken. Denn er schafft das nicht, zu 100% gerade zu drucken. Das wird immer ein wenig durchhängen. So, und wenn ich jetzt meine zweite Schicht da drauf lege, dann habe ich natürlich weniger Druck auf der Unterschicht, wie jetzt hier zum Beispiel. Hier habe ich einen festen Untergrund. Hier kann er meine nächste Schicht richtig schön auf das Material draufdrucken. Hier habe ich jetzt natürlich wesentlich weniger Druck, weil die erste Schicht wahrscheinlich schon so ein bisschen durchhängt. Und wenn ich jetzt noch die Kühlung auf 100% laufen lassen würde, dann habe ich genau das Problem wie mit dem ersten Leer. Das heißt, er kühlt mein Material schon, während es sich mit der unteren Schicht richtig verbinden kann. Also kann ich hier wirklich nicht sagen, nein, geh mit der Kühlung jetzt hier runter. Jetzt könnte ich eingehen, nein, dann soll er wirklich nur mit 20% kühlen. Oder vielleicht jetzt hier was einfach mal testen, wie sieht es aus mit 0%. Und genau das gleiche kann ich jetzt auch mit der, das müssen wir uns nochmal slicen lassen, damit wir es wieder sehen. Und das gleiche kann ich dann auch nochmal mit der dritten Haut machen. Also im Prinzip mit der dritten Schicht. Das heißt, wenn ich also jetzt noch ein weitergehe, so, einmal anklicken. Also erste Schicht volle Pulle Kühlung, zweite macht er jetzt ohne Kühlung, damit sich das schön verbindet mit der unteren Schicht hier, das Material. Man muss natürlich aufpassen, habe ich zu wenig Kühlung, kann das auch wieder zu weich werden, dass im Prinzip das Material wieder die untere Schicht anweicht und es dann auch wieder durchhängt. Deswegen ist das Ganze noch unter experimentell, da muss man mit rumspielen. Und wie gesagt, dann haben wir nochmal hier diese dritte Schicht und dann kann ich hier nochmal ein Parameter eingeben. Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, die erste Schicht soll mit 100%, dann mit 50%.
Und den anderen Land sage ich jetzt ganz einfach mal mit 20%. Das heißt also, gehen wir jetzt nochmal durch. Die erste Schicht, volle Pulle Kühlung, damit es sich so wenig wie möglich durchhängt. Bei der nächsten Schicht gehe ich mit der Lüfterdrehzahl runter, damit sich das Material ein bisschen besser verbindet mit der unteren Schicht. Aber ich gehe jetzt auch nicht zu stark auf die Kühlung ein, sonst würde er sich nicht verbinden. Und ich nehme jetzt nicht zu wenig Lüfterdrehzahl, weil sonst weicht er wahrscheinlich die untere Schicht wieder mit an und es hängt wieder durch. Und dann bei der dritten Schicht, da kann ich mit der Lüfterdrehzahl jetzt noch weiter runtergehen, denn die unteren beiden sind schon relativ stabil und ich kann schon ein bisschen mehr, mit mehr Temperatur auf diesen drauf gehen. Das ist jetzt mal so ganz grob erklärt, was damit gemeint ist. Wie gesagt, das muss man natürlich ausprobieren und damit rumspielen. Das kommt wahrscheinlich auch drauf an, jetzt ob ich so eine Brücke drucke oder wirklich so eine lange hier. Wie gesagt, aber auch hier wollte ich euch nur mal zeigen, wie sich jetzt das mit diesem Parameter verhält, was damit gemeint ist und wie ihr den jetzt beeinflussen könnt. Und bevor jetzt wieder viele gleiche Fragen kommen unter den Kommentaren, nochmal kurz zur Erklärung. Wenn ich in die Vorschau gehe, lasse das slicen, um diese farbige Ansicht hier zu haben, muss man einfach hier oben auf Linientyp gehen. Das ist Standard-Cura-Einstellungen und wenn ich von Materialfarbe auf Linientyp gehe, dann habe ich das Ganze hier farbig dargestellt. Das zur ersten Info. Und wenn ich jetzt hier Parameter einstellen möchte, zum Beispiel jetzt bei Kühlung, und ich habe jetzt nicht alles sichtbar, dann kann man das ja ganz einfach, wir gehen hier oben ein, wir haben wieder Lüfter. Wenn ich jetzt irgendein Parameter hier dauerhaft sichtbar machen möchte, einfach einen Rechtsklick drauf, und sagen diese Einstellung weiterhin anzeigen. Das kann ich dann auch hier mitmachen. Rechtsklick, diese Einstellung weiterhin anzeigen. Und wenn ich jetzt mein Suchfeld lösche, sind diese Parameter weiterhin angezeigt. Möchte ich einen wieder nicht haben, wieder Rechtsklick, diese Einstellungen ausblenden. So kann ich mir mein Menü hier individuell anpassen. So, das war es halt erstmal wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Informationen jetzt über die Kühlfunktion von Cura näher bringen. Ansonsten war es das erstmal wieder für heute. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.